Hallo meine lieben Kaninchenfreunde, heute erkläre ich euch mal was bei Erkältung mit den Kaninchen. Serafina, ja, die kleine Maus hoppelt hier gerade rum. Seht ihr so? Da, sag mal hallo Mausi. Ja, ist ja gut. Ja, sie will spielen, die süße Maus. Sie ist so momentan so hübsch geworden. Glänzendes Fell und so. Das zeige ich euch über das nächste Mal. Eine Erkältung ist bei Kaninchen anders als bei Menschen. Denn sie kann sehr schnell zu einer Lungenentzündung werden oder auch tödlich enden. Menschen können die Kaninchen sogar anstecken und falls ihr eine Erkältung habt, solltet ihr so gut es geht von euren Hoppeln fernbleiben. Vielleicht noch die wichtigen Sachen wie Füttern, Wasser geben, bevor immer gut alles mit Händen waschen, desinfizieren und so. Und so gut es geht, und auch wenn es schwerfällt, die Kleinen mal nicht zu streicheln. Das Niesen, also ein häufiges Niesen, sollte schon ein Warnzeichen für eine Erkältung sein bei Kaninchen. Denn sie äußert sich ja anders als bei Menschen. Sie niesen häufiger. Und denen geht es auch nicht so gut. Manchmal bekommen sie auch Fieber, sind einfach nur schlapp. Manche verweigern auch dann das Futter. Und auf jeden Fall sollte es tierärztlich behandelt werden, damit es nicht noch zu schlimmeren Sachen weiterentwickeln kann. Ich hoffe, dass ich es so richtig formuliert habe. Weil eine Erkältung ist bei Kaninchen wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Und kann wirklich tödlich enden und die Ansteckung von Mensch auf Kaninchen ist möglich. Wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche, dann schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare oder auf meinem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal.